Jetzt schon Extra Deck Plays. Wow. Renze Fusion. Nichts Sinnvolles im Extra Deck. Zumindest nichts für Exit. Nicht zu Turn. Ja, nichts für Turn 1. Ist eh wieder Strike, safe. Wie immer. Sinnvoll wäre jetzt Exiton tatsächlich zu machen, einfach. Einfach, falls du Scapegoat hast, dann kann ich es einfach wegsprengen. Aber eigentlich ist es besser, Omega zu machen, damit ich Mizuki wieder verwerten kann. Dann krieg ich eh wieder Dings ab und dann bin ich verloren wieder. Strike. Ja. Wir haben Kahn. 4. Willst du Plus machen? Sowas kenne ich nicht. Mach doch mal Plus. Exiton ist Dryden King, dein Deck. Exiton ist wie Dryden, komm sich rüber. Schon wieder ein Scapegoat nachgezogen. Das ist ziemlich gut, aber kommt trotzdem über den Exiton dann in der Battleface wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt halt dein Feedspan nicht benutzt, das sagt ja schon alles. Ich spüre, was du hast. Hast Instant Fusion gesetzt. Lass mich doch mal extra da gucken, was ist das Problem? Gott, ich wiege auf keine Ritual. Vor allem, ich spiele halt so irgendwie 6 Searcher für Ritual Spells. Ich ziehe sie nicht. Oh, ich bin so froh. Exiton, haben wir den überhaupt jemals in der Duellserie beschworen vorher? Ich glaube nicht. Auch damals nicht. Ich will einfach keine Vendred-Karten ziehen, ey. Was spielst du denn für ein Deck, ey? Das frag ich mich die ganze Zeit auch. Solitär und Zombie des Gleichklangs Turbo. Ja, frag ich mich auch. Zombie-Engine Turbo, weißt du? Die Runden davor war es auch schon so. Manchmal lernen wir, wie Vendred funktioniert. Ich auch! Was ist diese Broken-Karte, von der du mir erzählt hast? Immer nachliest. Nee, ich werde jetzt über Umwege meine scheiß Vendred Engine nicht mal zum Laufen bringen. Zum Laufen. Das tut mir schon leid. Black Rose? Yes, ja, yes. Schon wieder, ey. Und dann so kein Effekt, Battleface. Aber das kann ich ja gleich nicht wiederholen, ne? Das geht nicht. Nee, das war mit den Vierern und so ein Kram, aber das spielst du ja nicht. Ja. Yeah. Dafür brauchst du heute Phantom Knights, was für keine Phantom Knights. Aber vielleicht machst du jetzt ja mal eine Ritualbeschwörung. Genau. Das mache ich jetzt auch. Keine Sache. Ja. Ich hätte 3 Ashes gehabt eben, Alter. Ich hätte ja jetzt aufgegeben, aber ich darf es ja. Ich könnte so viel Style Points machen, doch. No. Das mache ich aber nicht, aber ich werde es trotzdem hinlegen, gleich so halt nach dem Duell. Weil du hast ja. Hast du noch irgendwelche Dings? Nee, hast du nicht. Mehr. Guck mal, ich habe sogar diesmal gewonnen, wo du angefangen hast. Battleface? Ja. Angriff mit Revenstechen schlecht. Battleface? Angriff mit schlecht. Angriff. Ich kenne kein Deutsch mehr. Recarnations, Mann! Sind halt schon kacke. Im Order und dann daran verrecken oder was? Dieses Mal habe ich verloren. Order und Dresden. Naja, Mizuki ist nicht der Stärkste, aber er kann wenigstens welche wiederholen, die dann nach einem Grave gehen. Vielleicht hast du auch einen Arsch gesetzt, Infernity Style. Nee. Und dann so, du schaffelst so wieder die Arsch auf die Hand. Genau, so nachher so, kein Deckcheck zu Hause. Ja. Gott, gegen 3 Backrow würde ich nichts beschwören eigentlich. Außer Ritual Summon Season. Die sind immer so schwierig dagegen. Wir sind auch immer noch im Summon-Fenster, oder? Es gibt kein Summon-Fenster bei Ritual Spells. Das ist der Ritual Spell selbst, das Summon-Fenster. Die Ritual hat den Effekt, dass sie special. Also es gibt nur Warning, weil es durch die Spell gespecialt wird. Genau, du kannst nur Warning auf die Spell machen, du kannst nicht striken. Yeah, deswegen sage ich, es ist halt immer ein bisschen schwierig mit den Ritual Summons. Ich will mein Anima benutzen und ich will ihn nicht auf Banish für die Standard Ritual Summons. Gammelig. Du kannst Warning, du kannst Imperial Order natürlich machen. Ja, warte, lass mich doch. Geh nicht meine Traps durch. Alles gut. Critical! Ja, das ist ein richtiges Game, welches sofort durch. Jetzt erstes Game schon, ne? Zweites. Wäre ich schon nichts aufgegeben. Ja. Hab ich schon mal irgendwas genommen mit diesem Spielzug? Jetzt wird auch noch ein zweites Mal normal, ich glaub's nicht. Ein zweites Mal normal, ne? Ja, Mizuki, safe. Nee, der war letzten Spielzug schon auf dem Spielfeld. Okay. Noch mehr Style Points. Gott, ich denk mir so, was hakt da fest? Das ist mein Ziel gewesen. Das hab ich nicht gesehen. Brich weg so. Boah, schwamm doch fest. Sorry. Sieh mal noch fester. Ich muss ein bisschen rollen, ne? Das ist wie so ein Piep die ganze Zeit. Ich kann so laut reden, wie ich will. Man hört mich. Ich sag dir immer so. Das hört sich an wie bei Charlie Brown, die Eltern.
Ich wollte eigentlich Töne spielen, aber ich habe leider keinen Ton. Das ist alles nur Ton immer. Alles immer. Ja. Gut, das haben wir jetzt auch in den Outtakes. Warum? Nein. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Drag Profile. Deins ist das Drag Profile. Ich hab die Matte nicht gewechselt, ich hasse mich. Vielleicht machen wir das gleiche Video mit dir selber. Ist mir auch aufgefallen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich erinnere dich so, ich mache jetzt nicht nochmal 10 Minuten Quatsch. Yeah. Ich könnte es jetzt nochmal machen, aber ich will nicht.